Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Mutti-Bärmann. Wir sind heute beim 62. Tag, dem 16.11. Ja, genau, 16.11. Und ja, für mich ging's her. Auf Blaustich-Allee. So, gegen Zerg, ja, gegen Zerg. Was spielen wir gegen Zerg? Wir fangen an mit dem Fliegern und gehen dann über, wie bei Terranern auch. Nee, Moment. Ich spiele komplett Flieger. Mist. Das war doch richtig gerade. Ich wollte gerade die Sonde wegnehmen. War genau, eigentlich genau das Richtige, was ich gemacht habe. Die Reaktion, aber ich habe es irgendwie verkackt gerade. Das passt schon. Alles noch okay. So, wir werden auf jeden Fall Flieger gehen zuerst, dann gucken, was der Gegner macht und dann auf jeden Fall Richtung Bersis, Charge Bersis und ach, wie heißen die Dinger denn? Archons? So, jetzt ein bisschen verkackt. Okay, wir haben Zergolin. Und tot. Schade. Nein. Shit. Irgendwie ist gerade ganz verkackt irgendwie das Spiel. Pool ist jetzt ausgekommen. Okay, das ist schon mal gut. Er hat auf jeden Fall noch keinen Pool. Fertig jedenfalls. Spiele ich denn gerade zusammen, ey? So, wir Kuno husten auf jeden Fall noch mal unsere Wirker. Das. So, und jetzt sollten wir eigentlich mal wieder im Spielfluss drin sein. Das könnte auch ein All-In sein, müssen wir nochmal gucken. Ne, kein Olin. Er wollte nochmal drohen. Ihr benötigt mehr Vespingas. So. Nicht genügt. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Eure Sonden werden angegriffen. So, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Stalker jetzt danach. Was wünscht ihr? Die Templer rücken vor. Was er hat hier aus. Ein paar Linge hat er bestimmt noch. Niemand kann uns aufhalten. Queen? So soll es geschehen. Für den Ruhm. Vorwärts. Unser Denker Jur wird erneut. Gut, kommen wir den Link da hoch. Klauen wir uns einfach hier ein paar. Ich bin hier im Schatten. Nur die Gläubigen küssen mich. Hor Salah. Shit, 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 shit. Vorwärts. Hor Salah. Hast du überlebt? Was ist euer Bild? Wir müssen langsam mal Zeug bauen. Sehe ich gerade. So, Overlord haben wir gekriegt. Gerade ein bisschen von leiden lassen hier. Hat auf jeden Fall schon seine dritte. So. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Energie. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht. Basis wird angegriffen. Ach, warum bleibt denn jetzt da stehen? Unser Denken gleicht sich.
Dimensionalstränge abgestimmt. Der Weg ist klar. Unsere Schicksale sind vereint. In Arun, ihr sucht Führung. Wie kann ich? Lasst uns. Okay, er macht eine. Macht ein Bailing All in. Ihr benötigt mehr des Pingas. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Die Stränge des Schicksals liegen offen. Ihr müsst zusätzliche. Ach, Pylonen, wir brauchen Pylonen, verdammt. Nein. Ja, das wird doch wie beim Bailing All in, so wie das aussah. Ihr habt nicht. Nicht genügend Energie. Lasst uns beginnen. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Oh, wir haben mehr Echo. Ist irgendwie gerade nicht so gut. Ihr habt nicht genügend. Dimensionalstränge abgestimmt. In Arudinrasch. Achso, der kommt gar nicht raus. Ich habe mich schon gewundert, warum sind meine Pylonen nicht geschnitten. So, mit dem dritten Orakel gehen wir dann mal los. Das können wir auf jeden bauen. Dritten Orakel. Nächsten Orakel. So, wir gehen mal ein bisschen was killen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Gerade ein bisschen daneben mit allem. Wir deuten. Roaches. Ich verstehe. Extrapoliere Stränge. Der Weg ist mal kaputt. Unsere Schicksale sind vereint. Die Sterne stehen gut. Es ist vorherbestimmt. Mineralien, ich bin hier. Ich bin Schatten. Nasuktai. So hat er eigentlich nicht viel. Ich bin hier. Ja. Erneut. Ich bin hier. So, müssen wir kurz hier ein bisschen was auswischen. So, wir müssen auf jeden Fall angreifen. So, das war's. GG! War ein easy Spiel. Der war nicht so gut, der Zerg. So. Ja, obwohl der 1 Spieler war. Na gut. So, machen wir noch ein schnelles. Obwohl wir uns ganz schön verzettelt haben am Anfang, haben wir es eigentlich doch noch gewonnen. Das war eigentlich ganz gar nicht so schlecht. So ein Ressourcenabbau, naja, war ein bisschen höher als wir. Dafür war unsere Armee viel besser. Also ich muss sagen, die Orakel sind eigentlich gar nicht so schlecht. Das einzige Problem ist halt, dass ihre Schusswaffe halt eine energiebasierende ist. Und das ist ein bisschen... Wenn du jetzt voll aufgeladene Orakels hast, das ist natürlich auch echt geil. Ist glaube ich derselbe, oder? Ich weiß gerade gar nicht. Kann sein. So, gut, lag an. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, dafür spielen wir jetzt normal. Also, wir machen diesen ganzen Anfangfehlerkram nicht. Ihr habt nicht genügend Mineralien.
am Anfang Spielfehler, die wir eben schon gemacht haben. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Vielleicht macht er jetzt auch ein All-In. Das ist echt eine Map, wo man kann man gut als All-In als Zwerg. Sieht schon so aus. Sind es halt zwei Drohnen. Kein Gas. Sind wir ein bisschen spät dran mit einem jetzt. Ihr benötigt mehr Vespingas. Gucken, ob er jetzt eine Exe hat. Nicht genügend Mineralien. Oder gerade noch ein Overlord. Der hängt bestimmt genau hier oben drauf. Eure Sonden werden angegriffen. Vierlinge? Keine Exe. Gefällt mir nicht. Die das sollte man eigentlich safe sein. Werden auch siegen. Ehre den Deinen. Ich brauche lieber nochmal ein Sentry, man weiß ja nie. Eigentlich müsste schon längst noch eine Exe haben. Basis hat angegriffen.
Tö, das wäre so unfreundlich, das gehe ich nicht raus, Junge. Ich verstehe. Das Zeitfenster ist klein. Naja. Gibt's auf jeden Fall kein GD für so Unfreundlichkeit. Ich hätte es einfach checken müssen wegen der scheiß Dritten, dass er die nicht hatte. Da hätte ich mehr Sentries gehabt, da wäre alles okay gewesen. Da hätte man das auch viel besser verteidigen können. Da hätte ich noch eher einen Schildbatterie bauen können. Und dann hätten wir es einfach gehalten. Das war doch derselbe, den wir eben gespielt haben, oder? Ja, war derselbe. Tja, wenn man nicht gewinnen kann, dann muss man halt Cheese spielen, ne? Und ich spiele mal gegen einen anderen Zerg. Ich habe im letzten Spiel schlecht gelesen. Ich auch wissen müssen. Ist derselbe. Das war auf jeden Fall. Ja, egal. Vergessen wir das alte Spiel, spielen ein neues gegen nochmal einen Zerg. Hätten wir auf jeden Fall gewinnen und halten können. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Vielleicht ist das Orakel auch, wäre auch das Orakel besser gewesen, wenn sie es zu Hause behalten hätten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Oh. Mal gucken, ob er schon das genommen hat. Cool. Ja. Wahrscheinlich die Echse genommen. Sehr schön. Das wollten wir doch. Gucken wir noch, ob er eine dritte hat. Was ich eigentlich nicht glaube in dem Stadium. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr müsst zusätzliche. Hat auf jeden Fall schon eine dritte, das ist ganz schön früh. Ich bin hier in den Schatten. Hat auf jeden Fall kein Tech. Und keine Linge erstmal eine Weile. Können wir doch killen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ist da gestorben. Ehre den Dalai Lama. Ach shit, jetzt wird die Gas jetzt raus. Orakel. Für den Ruhm. Viele Dinge. Wird erneut unser sein. Thank you.
irgendwelche Pylonen bauen. Ich brauche doch Pylonen. Forschung. Ganz wie hier. Ich bin hier in den Schatten. Hast du es gesehen? Ich weiß es nicht. Strengere. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr benötigt mehr Vespingas. Hingesucht. Viele Dinge. Ihr benötigt mehr Vespingas. Wir deuten. Die Sterne stehen gut. Dimensionalstränge abgestimmt. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ich sterbe jetzt schon wieder, weil ich keine Pylonen habe. Wie kann ich euch helfen? Ziemlich viele Linge gehabt. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Es ist vorherbestimmt. Extrapoliere Stränge. Der Weg ist. Ach Mann. Ich bin das Herz der Finsternis. Sehr finster. Unser Leben für Ayurt nie. Gebt uns einen Auftrag. Na los. Mineralienfeld erschöpft. Kalt ist die. Mineralienfeld erschöpft. Ich bin das Herz. Ich bin die Stadt. Was ist euer Begehr? Was sind mein Warp-Wissen? So, wir müssen auf jeden Fall die Base kriegen von dem. Mineralienfeld herrscht. Ich komme aus mein Leben. Mineralienfeld herrscht. Ich komme aus dem Schatten. Der Akku. Anduka.
Templer. Halt, was hat er schon dabei? Unser Denken gleich. Ach Mann, was ist mit meiner Maus los? Ihr benötigt mich. Ihr habt nicht genügend. Ich komme. Mein Leben für Ajor. Base nicht gekriegt, das ist echt schlecht. Mein Leben für Ajor. Dann haben wir uns eigene Hunger nicht gesetzt. Wir sind die. Verwendet mich! Na. Wir müssen Druck machen, sonst ist das nicht mehr. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajor. Mineralienfeld herrscht. Ich komme aus dich. Das hat schon viele Roaches noch. Ach, warum macht's das denn? Vom Vorteil gerade. So Mineralienfeld erschöpft. Mineralienfeld erschöpft. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajor. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, die Roaches machen halt jetzt wieder mit. Ich habe halt auch nicht auf die 4 gelegt, mein. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Da kommen wir im Moonbase halt nicht mehr durch. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajor. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich komme aus dich. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben verloren. Eure Shitty. Sonden werden angegriffen. Es ist vorherbestimmt. Lauscht dem Klang des Todes. Hat er schon 1-2, 1-0. Ja, diese ganzen Roaches kommen hier nicht mehr an. Schade. Naja, GG. Ich hätte auf jeden Fall eine dritte gebraucht. Das war ein bisschen blöd. Ich hätte wahrscheinlich einfach gleich Archon swappen sollen und nicht mit den DTs reingehen sollen. Naja. War auf jeden Fall ein gutes Spiel. War auf jeden Fall besser als ich. Na gut, da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und ja, bis dahin, tschüss, tschüss, euer Modibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Modibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt.
Und ich sage noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Mutti Bär. Tschö, tschö.